Wir hatten eben heuer ganz besondere Zuchterfolge, die für uns auch besonders waren, weil sie eben bei sozialen Tieren stattgefunden haben, die eben lange bei uns nicht gezüchtet wurden, wo also auch nicht die Erfahrung in der sozialen Gruppe war. Und das sind eben immer auch sehr schwierige Fälle, wenn eben die Tiere nicht Zuchterfahrung haben, insbesondere eben Geburtserfahrung und Aufzuchterfahrung. Und da hatten wir heuer eben zwei ganz große Highlights. Einmal, dass wir nach 20 Jahren eben wieder Orang-Utans züchten konnten und eben ein Jungtier haben, was in der sozialen Gruppe aufgenommen wurde und von der Mutter angenommen wurde. Das ist für uns als Tiergärtner eben eine der größten Erfolge, wenn wir uns möglichst wenig kümmern müssen um das Tier. Das Gleiche war eben hier jetzt bei den Giraffen, dass wir nach 10 Jahren wieder erfolgreich eine Giraffe gezüchtet haben. Das waren für uns ganz große Highlights. Und ich muss sagen, auch natürlich die erste Koala-Zucht in Österreich, die jetzt direkt im Anschluss eben von einer zweiten auch noch aufgenommen worden ist, zeigt eben, dass wir auch diese Tierart jetzt regelmäßig hier im Tiergarten Schönbrunn züchten können. Also natürlich erfreuen sich die meisten Besucher und auch wir und unser Pflegerteam eben an Nachzuchten. Aber es hat natürlich für zoologische Gärten und wir sind eben auch in einer internationalen Gemeinschaft auch einen ganz besonderen Hintergrund, dass wir eben regelmäßig besonders bedrohte Tierarten nachzüchten, weil wir eben Reservepopulationen in den Tiergärten, internationalen Tiergärten inzwischen aufgebaut haben, weil wir eben keine Tiere mehr in der Regel aus der Wildbahn entnehmen, sondern weil wir versuchen, eben eine nachhaltige Zucht in menschlicher Obhut aufzubauen, um Reservepopulationen vorzuhalten und dann eben auch, wenn wieder geeignete Lebensräume zur Verfügung stehen und eben geschützte Lebensräume zur Verfügung stehen, auch Tiere wieder in die Wildbahn zu entlassen. Wir sind in verschiedenen Zuchtverbänden. Zunächst einmal in der EASA, das ist der Europäische Zuchtverband. Wir verfügen auch inzwischen als internationale zoologische Gärten über die größte Tierdatenbank der Welt. Und diese größte Tierdatenbank der Welt hat eben nicht nur die Informationen zu den einzelnen Arten, die wir halten, sondern letzten Endes wissen wir eben über jedes Individuum auch, woher kommt es, was hat es eben für eine Genetik. Denn das ist ganz wichtig. Dadurch, dass wir eben kaum mehr Tiere eben aus der Wildbahn holen, haben wir eben auch einen begrenzten genetischen Pool, nennt man das, also eine begrenzte Genetik zur Verfügung. Und da müssen wir eben darauf achten, dass es nicht zu Inzucht kommt und dann eben zu genetischen Mutationen und das Wildtier eben sich genetisch verändert. Uns stehen eben diese Daten zur Verfügung. Und das heißt, über diese Zuchtverbände, die EASA und auch, es gibt auch einen Weltverband und internationale Zuchtbücher, wird die Zucht koordiniert und eben wir als zoologische Gärten erhalten entsprechende Zuchtempfehlungen. Wir sind aber auch eben Teil dieser Zuchtverbände. Das heißt, unsere Kuratoren, Direktorinnen und Direktoren, die sind letzten Endes verwalten jeweils dann für eine Art ehrenamtlich diese Daten und sprechen mit einem entsprechenden Fachgremium die Zuchtempfehlungen aus. Natürlich ist die Grundvoraussetzung, und das ist eben unsere Herausforderung, dass wir eben den Tieren Lebensräume geben, wo sie wirklich in der Lage sind, eben als Botschafter zu agieren und möglichst naturnah eben ihre Verhaltensweisen ausdrücken können. Und beim Orang-Utans ist das eben ganz besonders jetzt. Und gerade wenn ein Jungtier eben da ist, was von der Mutter aufgezogen wird, da gibt es viele Parallelen eben auch zur menschlichen Aufzucht. Zunächst einmal ist das Jungtier sehr lange von der Mutter abhängig, aber es begreift eben auch seinen Lebensraum und erlebt seinen Lebensraum
langsam. Und da sind wir eben sehr froh, dass wir das gerade bei den Orang-Utans so naturnah wie möglich darstellen können. Denn für uns sind eben Handaufzuchten deshalb immer problematisch, weil logischerweise der Mensch die Aufzucht eines Tieres nicht so gut übernehmen kann wie die natürliche Mutter.